für uns. Aber eigentlich dürfte er ja nicht wissen, wo er ist, oder? Ja, weiß ich nicht. Wenn er... Ich weiß nicht, ob er schon außen auf den Inseln war, ob er irgendwie sich Boote bauen kann oder so. Hätte ich den nicht oben sehen müssen? Ja. Kann auch sein, dass er halt einfach so gräbt, ne? Ist halt die Kette, ja, die weiß man ja nicht. Ja, okay. So, die brauchen wir auf jeden Fall. Die brauchen wir. Komme ich noch an 200? Komme ich noch an 500? Eher nicht. Ich würde sagen, das reicht doch erstmal. Ja, ich denke auch. Also damit kann dir erstmal kein Gegner irgendwie... Vor allem, wenn der jetzt aus der Unterwelt rauskommt und dann so gesehen nicht reinläuft. Das lassen wir bei einem Stack erstmal. Ah. So, du gehst... Habe ich den richtigen? Ja. Ja, habe ich. Kannst du erstmal wieder zurückgehen. Und du gehst Richtung Baum. Wie gesagt, ich meine irgendwie 2000 Gold oder irgendwie ein paar Edelsteine und so will er. Okay, ja, das habe ich ja morgen auf jeden Fall. Ja, kommt er sagt dir auch erst Bescheid. Ja, okay. Ja, bauen konnte ich jetzt natürlich nichts. Glück. Ist sehr angenehm. Bleibe dafür da stehen, ja, du hast recht. Ja. Ich hab irgendwie 700 oder so. Ist die Frage, ob ich jetzt direkt Castle und dann Kapitol bauen? Oder jetzt echt erstmal Truppen mitnehmen? Ja, ist die Frage, wollen wir irgendwie schon engagen? Ne, wir müssen, je früher, desto besser, ne? Deswegen, dann solltest du Truppen nehmen. Ich meine, du kannst jetzt relativ gut Truppen schon holen. Dann nehme ich ihm die auf jeden Fall noch vorbei. Denke ich am besten. Wenn wir die tatsächlich auch abfangen können, bevor sie in der Stadt waren. Das ist, glaube ich. Naja, da kommt der andere. Er ist irgendwo da am Rand. Das heißt, er kann eigentlich nicht Truppen aus seiner Stadt haben von dieser Woche. Sieht man ihn? Links. Also, ich deute das gerade auf meinem Monitor, um es zu erklären. Ja. Warum ich auch näher am Mikro bin auf einmal. Da irgendwo links. Ja, aber sieht man nicht. Ich glaube, ich gehe dann tatsächlich gerade erstmal kurz zum Baum und guck mal, was der so hat. Achso, da gibt der einfach so. Ein Level. Ja, das ist doch cool. Rough Terrain wäre zum Beispiel links diese Lava-Dinger also auf den Inseln. Und wahrscheinlich auch unten der Untergrund, oder? Ja. Aber nochmal 10% XP. Aber das kommt ja, wie war es? Advanced kommt man immer wieder und genau. Basic, wenn man Pech hat. Du hast halt 8 Slots. Ne, und du kriegst halt immer eine Weiterentwicklung und eine Basic angeboten. Ja, komm, dann nehmen wir das Basic mit. Bis du halt keine Basics mehr hast. Weil gerade wenn wir unten sind, dann bewege ich mich mal in Richtung Untergrund, glaube ich. Naja, ja, wir treffen uns dann eh gleich da in der Mitte. Also ich kann so. War so wie. Geh, ging exakt auf. Halt die Knolle da kaputt, dann bist du schneller da. Stimmt. So. Er geht noch wieder nach Hause. Seinen Knien am Start. Wenn jetzt nochmal gucken, kann ich jetzt noch, ich könnte den Pillar noch upgraden. Was fehlt dir eigentlich für die Dragon Cave? Ja, die da beiden davor. Achso, da und ja. Ich glaube, da werde ich jetzt drauf sparen, dass ich die auf jeden Fall bauen kann noch. Okay. Das brauche ich. Wobei, Kapitol kann ich ja auch. Ja, ist wahrscheinlich das Beste, dass ich aufs Kapitol spare. Werde ich jetzt auch machen. Ja. Da habe ich gar nicht dran gedacht. So, dann wollen wir mal gucken, ob der gute Herr da gleich irgendwie rausgeritten kommt. Weil wenn er tatsächlich da so links am Rand war, wo wir ihn vermuten, dann wird er wahrscheinlich nicht unbedingt sich da rausbewegen direkt. Das Ding einfach mal mit. So ein Inventar ist natürlich praktisch. Ja, ist mir auch gar nicht mehr eingefallen. Bei den Erweiterungen sind dann auch so ganze Sets von Artefakten dabei. Okay. Die gibt's hier noch nicht leider. Das muss da sein. Dass er nicht mich jetzt dahin möchte. Groß weg kommst du jetzt eh nicht mehr. Sagst du so, ja. Ich wette, ich muss bezahlen dafür. Hundertprozentig. Dass sie mir irgendwas abknüpfen dafür.
Ja, ich brauche jetzt mein Castle. 5000. 2 Tage. Komm. Kann ich das ja verkaufen? Und hab halt hier eine kleine Anzahl an random Ressourcen. Der haut ab. Also er ist runtergelaufen zumindest irgendwo bei sich. Vielleicht hat er noch gar nicht seine ganze Insel. Keine Ahnung. Die laufen manchmal einfach richtig Verwirrung durch die Gegend. Jawohl, anschließen. Die genau immer Marodeure. Ja. Warum? Immer. Kannst du da opfern? Hier ist ein Opferaltar. Ah, okay. Soll ich da jetzt einfach mal dran gehen? Ja. Dann packst du die Dings da rein. Unten. Achso. Quantity. Und dann kriegst du 451 Erfahrung dafür. Ja, das ist doch schön. Was ist das hier? Dann alle. Nein. Wäre auch ganz nett, ne? Nee, okay. Nicht so wirklich. Ja, links da ist ein Obelisk, den kannst du mal anklingern. Wenn wir jetzt zusammenspielen, ja. muss dann jeder alle... Ich sehe ja, wo du ja, da müsstest, so, ja. Von daher wäre mir das egal. Okay. Das heißt, theoretisch, wenn man jetzt gegeneinander spielen würde, müsste man dann sagen, hier, du guckst jetzt bitte mal eben weg. Sozusagen, ja, genau. Gut, hier konnte ich jetzt Labyrinth bauen, aber ob ich das jetzt heute mache oder Hauptsache vor Tag 1 eigentlich wieder, oder? Ja, oder Kapitol sparen. Ach ja, stimmt, ich wollte es auf... Ja, ich wollte... Das überlege ich mir noch, ich habe Zeit. Ich finde übrigens auch, es ist, auch gerade weil es kein 3D ist, mit die beste Darstellung der Stadt in Heroes. Ja, das ist. Das sollte der Schenke auch was. Magic oder Advanced Luck? Brauchst du erst Magic? Nee, eigentlich nicht. Da ist dann das Luck doch eigentlich ganz praktisch. Vor allen Dingen will ich irgendwie Archery haben. Der war hier auf diesem Ding, ne? Soll ich dann einfach mal hinterhergehen, oder? Er kann noch keine neuen Truppen haben. Die Frage ist, was er generell hat. Ich wette, der gibt mir gleich so richtig. Das wollen wir nicht hoffen. Achso, das braucht auch eine Woche. Ja, das muss sparen. Ja, also er ist entweder... Ja, er wird noch weiter nach oben gehen sein. Wahrscheinlich. Wir auf jeden Fall uns mal den Nobelisten an. Genau. Kriegen wir jetzt eine Karte. Das sieht nicht nach der Unterwelt aus, ne? Schnee? Nee, Wüste. Ist das hier nicht weiß? Das ist Wüste, ja, das ist schwarz-weiß, das Bild. Achso, okay. Das könnte da, wo du hingehst. Naja, das glaube ich nämlich auch. Wir sehen nur noch kein Kreuz. Ja. Weil da wäre dann halt das Abbild. Ich gehe auch mal eben zum Baum noch vorher. Ja, machen. Und dann gehe ich nach oben und gucke, dass ich den anderen Obelisk bekomme. Nice. Komplett ohne Frage, was ich da nehmen werde. Was ist das hier für ein Haus? Ein Trading House. Das ist wie, zählt wie ein Marktplatz. Okay. Also wenn du was verkaufen willst, solltest du das da machen, weil das zählt dann, als ob du zwei Marktplätze hättest. Ich glaube, ich nehme jetzt erstmal deine Sachen an. Zum Glück geht das nicht. Echt nicht? Nee. Ja, wir spielen zusammen. Ich glaube, ich gucke mal in den Untergrund rein. Ja. Und schau mal, was er da so macht. Und weil das hier doch nicht so aussieht. Also links, das waren ja eben vertrocknete Bäume. Ja. Also kann es sein, dass das Ganze gespiegelt nochmal unterirdisch genauso aussieht. Kommt man da eigentlich wirklich nur mit dem Schiff hin? Nee, da sind ja so Portale. Aus dem Untergrund nehme ich mal an. Ah, okay. Oder da unten, wo ich hinreite. Werden wir sehen. Darfst du jetzt gleich mal erkunden. Glaube ich auch nicht. Ah, du kommst nicht hin. Aber ich kann ja stehen bleiben und auf ihn warten. Da kann er mich nicht weg. Meinst du, da ist Ende? Ich weiß ziemlich sicher, dass da Ende ist. Das heißt, da ist wirklich nur dieses Ding, wo du dir... Nee, also er kann auf jeden Fall nicht zurück und hier unten viel weiter runter geht's nicht mehr, ne? Ja, stimmt. Und wenn ich mich jetzt halt fortbewege, er kann links oder rechts an mir vorbei. Ich bleib hier stehen. Ja. Bei nächster Runde habe ich ihn dann halt. Ja. Sparen. Ja, du wolltest ja eigentlich auch deine. Wie heißt das bei dir? Ja, ich muss erstmal meine Zitadelle, beziehungsweise meine Castle. Ach ja, deine Castle brauchst du. Die Frage ist, ob ich das einfach jetzt schon baue.
Ja, ich würde da jetzt erstmal nichts für verkaufen. Weil, also kannst du dann ja immer noch. Oder einfach komplett die Woche spare. Stehen geblieben? Wegen den Zinsen. Ich würde das Castle, glaube ich, schon bauen, oder? Ich fühle mich... Ja, das Castle vielleicht schon. Aber Capitola noch nicht. Das ist auf jeden Fall hier, ja. Irgendwo. Was sind das für Sachen? Shrine of Magi Incantation, da kriegst du einen Spell oder eine Fähigkeit beigebracht. Und da oben ist auf jeden Fall ein zweiter Obelisk. Stimmt. Dann gehen wir da einfach mal dran, habe ich da hin. Ja, kriegst du Slow beigebracht. Okay. Also wir haben eben ja vorhin eine so eine Brücke hier gesehen, die jetzt hier links ist. Genau, so ein Ding nur nach unten auf der Karte. Das heißt, das Ding könnte irgendwo hier in diesem Bereich, wir müssen mal gucken, wo dieser See ist. Und sobald wir das Kreuz sehen, eigentlich, was auf der Schatzkarte dann drauf ist, wissen wir eigentlich, wo wir hin müssen, denke ich. Also ich kann hier auf jeden Fall morgen dran. Ja. Weil wenn einer von uns beiden den Gral kriegt, das wäre einfach quasi der Auto-Win. Ja, ich warte jetzt auf jeden Fall und baue morgen das Kapitol. Ja. Dann habe ich zwar keine neuen Einheiten, wobei das kann ich mir dann sogar auch noch, das Labyrinth kann ich mir sogar dann noch am dann Tag leisten. Ne? Und verkaufen könnte ich immer noch auch noch ein bisschen was zum Zweifelsfall. Ich habe hier schon wieder 17 Gems, die brauche ich ja eigentlich fast nicht. Also ein bisschen für Gebäude, aber... Ja. Ansonsten ja. Na gut, 10 Stück brauchst du halt noch, ne? Für das Labyrinth. Ich weiß nicht, für das Upgraden, wie viele da brauchst du. Ja, klar, aber ich bekomme ja auch täglich welche. Ein. Ja. Aber bis ich das Upgrade bauen kann. Hallo, mein Freund. Ah, da unten ist noch ein Obelisk. Ja, ich werde bei den ersten noch nur also sehen, wahrscheinlich. Ach so, das hängt von der Länge ab, okay. Die du aufklärst. Okay. Das heißt, du musst erst gar nicht hin. Ich stelle jetzt mal nicht genau nebeneinander. Keine Ahnung, was der Typ hier an Spells hat. Komischer Nekromant. Ja. Natürlich. Immer auf die Schwächsten. Und besser, wenn er es auf meine Pegasi macht. Weil die eh Magie-Dämpfer drin haben. Auf die Zwerge wäre gut gewesen. Die, ja. Also allgemein bin ich relativ magieresistent mit meinen. Ja. Ich frag mich, ob das der einzige Held von ihm ist. Ne, der anderen. Er hat ja vorhin noch einen gehabt, oben bei dir. Ach, er ist geflüchtet, okay. So, jetzt kann ich natürlich die Krone des Übermagiers oder so. des Großmagiers. Ja, Supreme kann man auch im Deutschen benutzen. Ne, Großmagier würde ich übersetzen. Knowledge Skill plus 4. Für 3000 und. 2,5 und 3 Sulfur. Ja, 2,5 war es. Nochmal. Und hier unten ist eine verlassene Mine. Also es ist vor allem eine Goldmine wahrscheinlich. Das wäre natürlich geil. Die ist nur relativ scheiße zu verteidigen. Ja, das ist richtig. Ja, aber wenn der da einmal reingeritten ist... Dann kommt doch nicht mehr raus. Richtig, er Truppen hat, die du besiegen kannst, dann ist er ziemlich am Arsch. Also. Vielleicht möchte ich auch nicht, dass er rauskommt, je nachdem wie der drauf ist. So, wir gucken uns auf jeden Fall den Obelisk an. Das stimmt, dass er, also ja. Man kopiert quasi so eine Inschrift ab. Okay, also irgendwo am rechten Rand wahrscheinlich, weil hier ist die rechte Brücke und hier unten geht noch was weg. Und mehr sehen wir noch nicht halt. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich zu dir kommen, oder? Oben ist so eine Pilzformation. Die kannst du gleich schon mal... Ja, du kannst auch nur gucken, ob da unten noch mehr sind, ne? Wenn du nach rechts reizt. Das hier? Vielleicht? Nee, weiter rechts. Was war das hier jetzt nochmal? Moral. Moralboost für deine Truppen. Das ist wieder so eine Zyklopenhöhle. Nein, die brauche ich nicht. Das schaffst du nicht, wolltest du sagen. Ich glaube, ich gehe mal nach links gerade, oder? Ne, keine Ahnung, kannst du erstmal das in der Mitte komplett aufdecken. Stimmt auch wieder. Moral kann ich einfach mitnehmen, ja, oder? Ja, klar. Gut. Kannst du ein bisschen weiter ziehen. Ah. Da oben ist irgendwie ein Tor. Ja, die Garnison ist links unten auch von dir. So, was ist das hier? Nagerbank. Kannst du Geld abheben. Nee, was macht die? Ja, die hauen dir Nagas auf die Fresse. Das ist so das Gegenstück zur Zyklopenhöhle. Aber die wollen sich doch vielleicht mehr anschließen. Das glaube ich weniger, weil du mir nicht hast und keine Nager. Ja, ach Gott. Das ist dasselbe. Ja, also der Gral ist irgendwo hier in dem Bereich. Unten. Gehe ich mal nach. Du kannst halt. Entweder gräbst du einfach mal random irgendwo oder. Nur weil du richtig Lack hast. Oder du guckst halt nach oben und guckst dir noch die anderen Obelisken an. Ja, ja. Komm, machen wir so. Oben war ja auf jeden Fall ein Obelisk. Mhm. So, dann kann ich jetzt eben mein Kapitol bauen. Bonzo. Dann kann ich morgen auch noch das Labyrinth mir leisten. Dann bekomme ich nämlich da nochmal doppelt Truppen. Also, ja doch, prinzipiell sind es doppelt Truppen.
Ich muss mal gucken, ich überlege jetzt gerade, wie viel das waren. Das war wirklich schon eine ganz schöne Menge von den Troglodyten, die das Ding hier bewachen. Ja, ich fange halt auch wieder von vorne an. Auf der Karte, glaube ich. Nee. Ja, wenn wir zusammen spielen, kriegen wir das beide tatsächlich. Nee, ja. Aber noch sehen wir kein Kreuz. Wir brauchen den vierten auf jeden Fall noch, Nobelisk. Ja, wahrscheinlich sogar den fünften und sechsten auch noch. So. Ich probier's einfach ja, mal. Ja, das ist... 52 Zimmer, das sollte klar gehen. Das sind ja vor allem die einfachen. Richtig. Und vor allem kann ich den erstmal hier was an den Kopf schmeißen. Schon 10 weg. Die sind halt auch halb tot, bis sie da sind. Das ist so schön. Also, die kommen sie auf jeden Fall nicht ran. Und das ist so wichtig, dass sie nicht an die rankommen. Ja, wobei die Frage ist, die hauen wahrscheinlich sowieso wieder auf deine Zentauren. Die hauen auf meine Zentauren. Ja, wobei jetzt die schon hauen auf nichts mehr. Ja. Ja, mit Taktik könnte ich immer meine Truppen verschieden aufstellen. Ja. Nice. 1000 Gold. Richtig, richtig gut. Das ist sehr angenehm für mich. Kann ich vorhin gut gebrauchen. Ja, Castle bauen oder nicht bauen, ist jetzt die Frage. Ich würde schon bauen. Das sind 400 und das sind 500 Gold, die du dadurch verlierst, aber ja, das ist halt ordentlich Truppen. Und du hast jetzt deine Goldmine, also. Schau an. Ja, gucken wir doch mal, was der hat. Das war, glaube ich, der Stärkere. Den hatten wir auch schon gesehen. Ja, aber ich meine, vielleicht hat er unten auch gekämpft. Vielleicht hat er ja noch was verloren. Oder was dazu bekommen. Ja, hat sich nichts geändert. Hast du dein Magie-Ding, also nimm dein Dings auf jeden Fall ab, deinen Umhang. Ja. Und dann hau ich ihm Dings um die Ohren, Meteor. Einmal kann ich es casten. Reicht. Ja, machen wir, oder? Die hier besiegen und dann. Mach erstmal einen Meteorschauer vielleicht auf seine Balliste und so. Stimmt, dann treffe ich die beiden da. Vielleicht kannst du auch oben die Schützen und die Halberdiere treffen. Ja, oben. So würde ich es machen, glaube ich. Ja. 175 Schaden. Nice. Mal Feierabend. Also da mache ich immer noch so viel Schaden, die müssen eigentlich sterben. Auf jeden Fall. Ja, stimmt, die sterben auf jeden Fall. Jetzt auf die Range. Und der Rest darf erstmal ein bisschen näher kommen. Die werden nicht näher kommen, der wird jetzt direkt flüchten. Der wird noch einmal casten, dann wird er flüchten. Ja gut, dann kann ich hier trotzdem mit denen warten. Nee. Ja, der committed. Committed hart. Auf jeden Fall, slow. Das ist ja ganz schlimm jetzt, das ist... Ich würde, die werden wieder angegriffen. Von der Ballista, ja, natürlich. Na, er flüchtet dann. Okay. Aber erstmal ziehen. Das war auf jeden Fall gut. Na, dann guck mal rechts, wenn du irgendwas eingenommen hat oder so, was du direkt da wegnehmen kannst. Gut, weit komme ich jetzt nicht mehr, aber. Vielleicht steht da ja noch ein Obelisk oder so rum. Ja. So. Hier will ich jetzt auf jeden Fall noch eben ein Labyrinth bauen. Na, dann habe ich jetzt. Minotaur. Drei und dann. Warum habe ich jetzt eigentlich nur drei bekommen? Dann kriegst du mal die Hälfte. Das ist quasi der, die. Ach so, okay. Basissache. Also du kriegst nicht die Hälfte, sondern du kriegst den. Basiswachstum kriegst du einmal zum Start drin und alles andere hast du ja durch dein Castle danach. Ja, stimmt. Stimmt. Gut, dann kann er. Dann habe ich ja. Mal gucken, kann ich ein paar Truppen vielleicht nachliefern? Wobei. Wir haben sie ja jetzt schon ordentlich geschwächt, von daher. Also Braun haben wir ordentlich geschwächt. Orange haben wir noch nicht einmal gesehen. War das beides? Stimmt, es war beides eher. Orange haben wir bisher nur hier seine Kristallmine gesehen. Das war quasi alles. Okay. Das zählt in der Tat als Visited. So, ja, jetzt würde ich nichts bauen. Vielleicht noch was verkaufen. Yep. Nein. Ich denke, da ist der Marktplatz, weil das bei ganz vielen anderen Städten so ist. Bei mir zum Beispiel.